Das Spiel heißt Flash-Strategie. Und der Autor ist jetzt nicht da. Er heißt Lencse Máté aus Ungarn. Und wir sind vom Game Club Ungarn. So, dieses Spiel ist ein Ressourcenmanagement, aber speziell ist dran, dass man das ganz schnell machen muss. Also es ist ein kurzes Spiel, ungefähr 10 Minuten, und man muss die Edelsteine und die Energie für diese 10 Minuten 7 Runden verteilen. Wir werden 7 Runden so machen, dass für jeden Spieler, also wenn wir 3 spielen, werden wir diese 3 Karten gleichzeitig umdrehen. Und mit unseren Würfeln bestimmen wir, wie viel Energie verwenden für dieses Geschäft im Universum, mit Waren zu handeln. Zum Beispiel lege ich auf diese Karte Nummer 1 und ich lege diese Karte Nummer 2. Ich kann das frei entscheiden. Du kannst mich höher bieten. Zum Beispiel legst du Nummer 3 hierher und 5 hierher. Und du sagst aber, okay, ich lege gleich 6 hierher. Auf 6 kann man nicht mehr höher, also das bekommt sie sicher. Sobald ein Spieler meint, diese Runde soll fertig sein, ganz schnell muss man diese umdrehen. Und sobald ein Spieler das macht, diese Runde ist fertig. Rechnen wir ab. Die Punkte, die wir darauf gelegt haben, werden wir auf die Tafel von der Energie wegzählen. Das heißt, Grün hat hier insgesamt, also nur die oberste zählt, also Grün hat 5 und 3, also 8 Punkte, muss abzählen. So. Und Rot, also die 6 ist speziell, das ist die höchste Zahl, aber dafür muss man 10 Punkte abgeben. Also ich komme auf 30. So, aber dafür bekommen wir diese Karten, nur wir müssen auch Waren abgeben. Wie viele Raumschiffe, welche Farben darauf sind, diese müssen wir darauf stellen. Also noch ein Blau. So, die Planeten und Monde, die sind die Gewinnpunkte. Und man möchte so viele Planeten wie möglich nehmen. Und man muss dafür aber bezahlen. Und man muss schauen, dass in den 7 Runden alle diese Edelsteine gut verteilt ausgeben und möglichst viele Karten dafür bekommen. Aber man muss auch aufpassen, weil wenn am Schluss bleiben noch übrig, die sind Minuspunkte. Also man muss in diese 7 Runden am besten die Ressourcen einteilen. Okay, probieren wir mal. Okay. 1, 2, 3.